Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deepjosh mit einem brandneuen Part von Mario Kart Wii. Im letzten Part haben wir darüber geredet, was ich in der Fahrschule so tue. Und in diesem Part werden wir über ein etwas anderes Thema sprechen. Nämlich über ein Projekt von mir, was ich schon etwas längere Zeit mache. Nämlich Pokémon Worldwide 2. Oh mein Gott, was ist das für ein Projekt? Ja, es ist ein Pokémon-Hack von Pokémon Weiß 2, um genau zu sein. Der Ersteller war ja Treyano 60, ja. Und was ist halt so besonders an dem Hack? Ja, was ist wohl so besonders an dem Hack? Ja, kann man ja so fragen, was ist nicht besonders an dem Hack? Okay, da sollte ich auch mal, glaube ich, erzählen, was so besonders an dem Hack ist. Man kann, ja, als erstes auf jeden Fall erstmal alle 649 Pokémon fangen. Das ist ja auch schon einiges, was, glaube ich, kein Pokémon-Spiel bieten kann derzeit. Ja. Er hat ja auch früher noch einen anderen Hack gemacht. Ja. Ja, da muss ich von Pokémon Weiß und Schwarz. Ja. Die waren eigentlich auch recht gut. Habe ich sogar mal einen 100% Run von gemacht. Ich habe den Safe State sogar noch. Von den Dingen. Das kann ich euch irgendwann mal später noch zeigen, wenn ihr wollt. Und halt dort halt die Top 4, die ist ja ein bisschen anders als in dem derzeitigen Spiel, was ich mache. Ah, gar nicht. Was mache ich denn dafür? Okay. Ich fahre jetzt einfach mal ganz geschickt hier drüber und bin sogar Zweiter. Yay. Gut, weiter zum Thema. Oh mein Gott, der hat Bananen. Das war du. Ja, weil lande ich auch irgendwann mal. Danke. So, man muss bedenken, dass die Trainer deutlich stärker sind. Oh, das ist Epitiro. Hallo Epitiro. Grüße an der. Oh Gott, der spielt sogar noch mit. Hey, hau ab, Epitiro. Okay, vielleicht kann ich ja demnächst noch dazu bringen. Mein Gott. Okay. Oh Mann. Mein Gott. Was ist los heute, Leute? Das ist ja hier extrem, oh Gott, und die rote, und die Green Shell hat mich auch fast noch erwischt. Ah, das ist doof gelaufen. Okay, Blue Shell, sag, was du kannst. Ich denke mal, die ist eine gute Weiz. Ey, Leute, bitte. Was soll der Müll hier? Das ist mir gerade, oh, es war sogar die letzte Runde. Hat er mir schon wieder mein Spiel versaut? Ja, okay. Ich fahre jetzt einfach geradeaus durch. Na, oh, toll. Siebter Platz, Epitiro. Ich hasse dich deswegen. Das kannst du ernst nehmen. Epitiro. Puh, ganz einfach puh. Ganz einfach. Okay, wir sehen uns dann gleich im nächsten Rennen. Spiegel. Oh nein, meine Haarstrecke. Warum? Leute, warum? Wer hat diese Scheiße gewählt? Ernsthaft? Wer hat diesen Müll gewählt? Das geht doch mal gar nicht klar heute. Ach ja, es ist Spiegel, ganz vergessen. Das hat ja gerade erst erzählt. Yay, und wir haben ein Goldbild. Yay, damit kann man ja ganz viel machen hier. So viel machen. Ich kann hier durchrasen. Oh mein Gott, ich hasse diese Strecke. Ah, nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Dass es so schlimm ausarten könnte, aber die Strecke ist halt ein bisschen schwerer als andere Strecken. Oh mein Gott, pieselt euch alle. Hey, das war mein Item, du komisches Toadette-Ding. Geh mal gar nicht da hier. Okay. Dann driften wir mal ein bisschen rum. Oh Gott. Ist das Baby Luigi? Oh Gott. Baby Luigi? Ja, okay. Ich denk mal schon. Okay, wir haben einen Drift. Yay! Okay. Wir stellen uns diesmal nicht so schlecht an. Und eigentlich wollte ich jetzt weiter mit meinem Thema weitermachen. Ja, Pokémon Worldwide. Ja. Da waren wir ja stehen geblieben, dass es ja auch noch andere Sachen gibt. Oh mein Gott. Epitiro, pieße dich. Mein Gott, der immer mit seinen Daisy. Ah ja, und ich hab vergessen schon, wie das Spiegel ist. Ah. Mann, Epitiro, hau ab. Ganz einfach hau ab. Geht mal gar nicht klar hier. Ey, den will mich sogar austricksen. Das geht mal gar nicht klar hier. Okay. Ja, Tim will immer irgendwelche Sachen machen. So, dann muss ich halt auch irgendwelche Sachen machen. Vielleicht einen Doppel-Shortcut hier zum Beispiel nehmen. Und jetzt einfach mal richtig reinhauen. Oh mein Gott, skill ich mich heute durch? Skill ich? Oh Gott, ne. Wo ist Tim hin?
frage ich mich gerade. Ich habe hier nur diese komischen Ausdruckstypen. Oh mein Gott. Ah, ich habe zum Glück alles ausgewichen. Oh Gott, nein. Ich konzentriere mich gerade viel zu viel auf diese Strecke. Das ist das Problem gerade. Und fast hätte ich mich auch selbst damit abge... Ey! Was war denn Müll? Mann, Tim, fick dich! Das geht mir gar nicht klar heute. Okay. Ich hole den nächsten Part rein. Das kann ich mir gar nicht angehen. Hier. Dass der mich hier immer... trollen muss. Das, wo geht's denn da ab jetzt? Ja. Ich spiele gerade total scheiße. Ja. Danke, dass ich ja auch noch nichts... Ja. Ich hole mir mal kurz ein Item. Vielleicht... Okay. Okay, anstatt Triple Shortcut oder gar nichts mehr. Okay, dann muss ich das halt wagen. Oh Gott, danke Blitz. Du hast mich diesmal gerettet. Ausnahmsweise mal. Ich habe einen Triple Shortcut hingekriegt. Hm. Das ist ja mal richtig gut geworden. Der Triple Shortcut. Okay, ja, wir reden gleich im nächsten Rennen dann darüber, was... über das Thema, was ich jetzt gerade hatte. Ah, das ist Tim. Tim, ich will jetzt auch alles vermiesen. Mit dem Blooper. Wenn ich dich hier irgendwie zunichte bringe. Okay. Ah, shit. Ah, Tim versaut mir auch jedes Rennen. Zitze. Mein Gott. Okay. Im nächsten Rennen geht's dann weiter mit dem Thema. Mein Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott. Das Rennen hat irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich diesmal durchgeskippt. Yay! Das heißt, hat ja was. Okay, im nächsten Rennen sehen wir es gleich weiter. 3, 2, 1. Oh! Ach, ein Cheater ist da. Yay! Da freut man sich ja schon mal. Das Spiel beginnt schon mal mit dem Cheater. Wo sollen denn sonst hier noch die Blue Shell kommen? Ernsthaft. Anscheinend geht's wieder... Ja, okay, weiter zum Thema. Ja. Das Thema war ja Pokémon World Wide 2, ja. Ja, was ist jetzt genau anders an anderen Spielen? Ja. Komplett anders sind ja die ganzen Trainer und die Arenaleiter. Dort, die haben deutlich stärkere Pokémon. Das Level von dem Pokémon ist auch noch erhöht und... Ja. Was soll man noch so sagen? Es ist halt deutlich schwerer als... das normale Spiel und man hat deutlich mehr Möglichkeiten gegen irgendwelche Trainer zu kämpfen. Und da steht der Kopf irgendwie. Da fliegen die ganzen Blue Shells, da fliegen die Blue Shells. Ach, Elpitiro wird getroffen. Halt mal auf, mein ganzes Willi mal kaputt zu machen. Okay, ich bleib einfach ein bisschen hinten. Hol mir dann gleich ein schönes Item. Ah, ich wollte ein Item. Mein Gott, Leute. Ach, drei Pilze, ernsthaft? Gibt's nichts Besseres heute? Oh Gott, ne. Der Typ, der ist ein bisschen... der kommt bis jetzt nah, ja. Ja, und ich komme irgendwie nicht dazu, mein Thema jetzt zu beenden. Das sollte ich, glaube ich, im letzten Rennen irgendwie mal machen. Eventuell. Aber nur eventuell. Wäre mal eine Alternative. Und ich denke mal, ich bleib einfach mal ein bisschen hinter... Tim... Ah ja, wegen dem Ding. So, jetzt bin ich Erster, aber das will ich lieber... Brennt, glaube ich, lieber mal ein bisschen ab. Dass ich mindestens auf dem dritten Platz bleib. Dass ich hier ein bisschen sicher fahre und hier nichts verlieren kann. Ich hab eventuell noch eine Blue Shell irgendwann. Oh Gott, ne, hier kommen die... Leute, was soll denn der Müll? So, lass mich jetzt das Stück aufs Zweite. Wer denn? Ah, danke. Okay. Kurzfassung von dem Projekt. Neue Arena-Leiter, neue Pokémon. Pokémon wurde verändert. Pokémon sind höher vom Level. Und es ist alles anspruchsvoller. Auf jeden Fall sollte man mal einen Blick reinwerfen. Wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr es auch noch angucken. Und bis zum nächsten Part von Mario Kart Wii. Also bis dann. Ciao.